Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein neues Rezept von mir. Wie ihr vielleicht wisst, von Instagram, Snapchat und Co. liebe ich Haferflocken zum Frühstück. Aber ab und zu ist mir nach was Knusprigem und heute zeige ich euch, wie ich ein leckeres Knuspermüsli selber mache. Dieses Rezept ist wie immer wirklich einfach zu machen und das Beste, ihr macht es einmal und habt dann ein bis zwei Wochen was von dem Knuspermüsli. Fühlt euch bitte nicht gezwungen, euch ganz genauso an das Rezept zu halten. Ich zeige euch jetzt das Basisrezept, was ich meistens mache. Aber ihr könnt natürlich auch Dinge hinzufügen, weglassen, Sachen austauschen, je nach Geschmack. Und für das gesunde Knuspermüsli braucht ihr ein Glas Haferflocken, ungefähr die gleiche Menge Buchweizen, eine Handvoll Sonnenblumenkerne, ungefähr 3 Esslöffel Chiasamen, eine Handvoll Mandelstifte bzw. Mandelsplitter, 2 Esslöffel flüssiges Kokosöl, das entspricht ungefähr 20 Gramm, einen halben Teelöffel Zimt und ein Süßungsmittel eurer Wahl. Heute nehme ich mal nicht meinen geliebten Dattelsirup, sondern ich probiere gerade den Kokosblütensirup von Veganz aus. Der schmeckt mir sehr gut und davon nehme ich ein paar Esslöffel und ihr müsst eben gucken, wie süß ihr es haben möchtet und nehmt dann eben mehr bzw. weniger. Zuerst wird der Buchweizen gewaschen und die trockenen Zutaten in einer Schüssel vermischt. Anschließend kommen Öl und Sirup dazu und es wird weiter gemixt. Und zum Schluss kommt die Mischung dann auf ein Blech mit Backpapier und wird gut darauf verteilt. Und es kommt jetzt bei 150 Grad Umluft für gut eine halbe Stunde in den Ofen und wird goldbraun gebacken, also je nach gewünschter Bräune circa 20 bis 40 Minuten. Das Knuspermüsli ist fertig. Es war jetzt 40 Minuten lang im Ofen und ich habe es zwischendrin immer mal wieder mit einem Löffel umverteilt, damit es auch von allen Seiten knusprig wird. Es sieht gut aus, es riecht gut und ich habe es auch schon probiert. Es schmeckt auch wirklich lecker. Bevor ihr das Ganze jetzt in den Behälter eurer Wahl füllt, solltet ihr das Müsli wirklich sehr gut abkühlen lassen. Und bevor ich es jetzt in die Gläser hier hinter mir fülle, gebe ich noch ein paar Kokoschips dazu. Wie ihr gesehen habt, haben unsere Zutaten jetzt für ein bisschen mehr als 2 volle Gläser gereicht und im luftdichten Behälter hält sich das Ganze jetzt ungefähr 1 bis 2 Wochen. Das ist auf jeden Fall eine gesunde Alternative zum herkömmlichen Knuspermüsli aus dem Supermarkt, wo eben normalerweise total viel Zucker und irgendwelche Zusatzstoffe drinstecken. Schmeckt pur gut oder auch lecker zum Frühstück mit Haferflocken und Bananenmilch oder so. Und auch zwischendrin lecker, einfach nur so als Snack oder mit Joghurt, Obst, also wirklich alles ist möglich. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ihr habt selbst gesehen, wie einfach es ist. Ich hoffe, ihr probiert es aus. Schreibt mir gerne mal einen Kommentar, wie ihr das Rezept fandet. Und vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann abonnier gerne meinen Kanal. Du kannst dich ebenfalls auf meiner Internetseite www.ishappy.de registrieren, um kostenlose Rezepte, Artikel, Ernährungspläne und vieles mehr zu erhalten. Du findest mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Ich hoffe, ich sehe dich in meinem nächsten Video. Bis dahin!